Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hearthstone im Ranked. Noch Gold 1, dieses, doch in dieser Folge würde ich sagen, wird Diamond eingetütet. Ich sage immer Diamond, ne? Tut mir leid. Ich meine natürlich Platin erstmal. Und nach Platin folgt aber dann doch zwangsläufig irgendwann Diamond. Deswegen, mit dem Ishar-Priester würde ich noch gerne ein paar Matches vollziehen. Ich habe jetzt nochmal überarbeitet ein bisschen, geschaut, kann ich noch was ändern? Bin zum Schluss gekommen, nee, hat ja eigentlich davor geklappt. Ich habe jetzt nichts mehr am Deck geändert. Wenn, dann müsste ich halt wieder auf ein anderes Deck zurückgreifen. Und natürlich schlecht. 4 Mana könnte ich die Kombi spielen, 3 Mana sie. Alles gut soweit. Dementsprechend erstmal nichts spielen. Ich muss ja deswegen versuchen, mehr auf meine Strat einzugehen. Meine Strat ist Late Game, sprich, ich muss schauen, dass ich im Early irgendwie aufs Board komme. Das Ganze hier kann ich aber schauen. Die wird ein Geheimnis ausspielen. Hoffentlich nicht 2 Stück. Die ist nicht so wichtig, kann ich spielen. Jahrmarktbetrug ist es schon mal nicht. Ist ein Geheimnismagier. Die finde ich nicht so stark drin. Sonst hätte ich sie ja auch in mein Deck eingebaut. 2 Damage. Ist vollkommen okay. Das wird der Gegenzauber sein. Dementsprechend kann ich aber sie spielen. Ja, Marktbetrug. Ich kann leider nicht verhindern, dass sie 3 Karten zieht. Aber gut, nicht schlimm, nicht schlimm. Ihr Deck müsste mir eigentlich ganz gut liegen. Wir haben viele Geheimnisse. Muss nur dran denken, es ist definitiv der Gegenzauber mit dabei. Sanesh wäre schon ganz gut. Ich würde aber sagen, Totenerweckung. Dann habe ich nämlich keine Mana verschwendet. Jetzt habe ich noch die Wahl. Ich glaube, es ist sogar schlauer, wenn ich hier das Netherwind-Portal stört mich wenig, denn ich bekomme hier durch den Zauber. Okay. Guter Zauber. Gedankenrolle nehme ich mit. Könnte ihn jetzt opfern daran, werde ich aber nicht tun. Sondern ich werde das hier so spielen. Ist ein bisschen Overkill. Warum ich das jetzt so gemacht habe, ganz einfach. Ich möchte, dass sie ihren Feuerschlag dafür benutzt, um meine Dunkelweberin zu vernichten. Oder meinetwegen auch die Arkane Kampfmagierin. Ist für mich auch komplett egal. So. Da ich weiß, dass es definitiv nicht die Spielgestalt sein wird, außer es ist ein anderes Deck, kann ich jetzt Xanesh schmeißen. 1 Mana verschwendet. Okay. Nicht schlimm. Täuschung ist mein Metier. Jetzt ist die große Frage. Ist das der Gegenzauber oder das Netherwind-Portal? Geh erstmal auf den Gegenzauber. Und das ist der zweite Gegenzauber in dem Match. Das ist aber nicht schlimm. Ich werde eure Gedanken schinden. Denn dadurch machen wir das so. Und ich heile mich ein bisschen. Ein bisschen Zeit schinden. Ach, Geheimnismagie war auch schön letzte Season. Diamond 10. Ich habe bloß ein Problem. Ich habe nicht meine wirklich guten Karten hier. Ja, da muss ich leider den Seelenspiegel für opfern. Nächste Runde kann ich nur die Karte spielen, die ich ziehe. Die kann ich aber definitiv spielen, weil ich habe nur 2 Zehnerkarten. Das ist der Schauplatzkoloss und die Charge der Entweiher. Das müsste das Netherwind-Portal sein. Das bringt mir gar nichts. Oder der Jahrmarktbetrug ist natürlich auch noch möglich gewesen.
Bin nächste Runde dafür, den Schrottplatz-Koloss zu spielen. Meine Pracht, meine Angelegenheit. Merke aber, dass mein Deck so langsam in den höheren Regionen, wenn ich nicht die richtige Hand genau bekomme, wirklich wird. Also das ist ein bisschen problematischer hier. Zieht einen Diener, Verderben verringert seine Kosten um 2. Ist nicht schlimm. Brauch nicht... Ja, okay, gut. Ist okay. Wenn ich mich heile, mit ihm einen vernichte, bringt es mir nichts. Ich muss den Schrottplatz-Koloss fast spielen. Wird wahrscheinlich trotzdem ein Ende sein. Aber kann ich nichts anders machen. Jep, das war's. Das ist eine Niederlage, denn das sind 12, das sind hier allein schon 16 Damage. Wenn er einen Spot bekommen, hat er vielleicht sein Spiel noch vernichtet. Nein. Leider nein. Ich hätte die Clowns ziehen müssen, dann den Schrottplatz-Koloss. Also alles irgendwie nicht optimal. Ärgert mich ein bisschen. Momentan läuft das Deck so gar nicht. Aber gut, dann würde ich sagen, gleich im Match Nummer 2. Und hoffentlich läuft es da besser. So, wir sind zurück. Match Nummer 2 gegen König Rashtakhan. Sieg Platin, ansonsten kein Platin. Platin 10 wäre schon mal wichtig, damit wir nicht mehr abfallen könnten. Und irgendwie komme ich mit meinem Deck nicht mehr zurecht. Ich weiß, was ich ungefähr spielen will, aber meine Gegner haben immer genau die passende Counter-Strat dagegen. Nicht, weil sie darauf auslegen, sie zu haben, sondern einfach, weil es leider so ist. Das ist ein kleineres Problem. Dem muss ich jetzt irgendwie schauen, dass ich klarkomme. Am Anfang hat es ganz gut geklappt, immer ein paar Runden zu warten, ein bisschen ruhig zu spielen. Und ich hatte meine Removals da, wenn ich sie gebraucht habe. Mittlerweile, glaube ich, ist das nicht mehr der Fall. Meine kompletten... Ich will jetzt nicht sagen, meine komplette Strat, aber mein komplettes Deck ziehe ich so, dass es komplett nicht Sinn macht. Und das schon die letzten 4-5 Matches. Das ist einfach die Karten nicht so habe, wie ich will. Und das ist meistens ein Zeichen, dass das Deckbild halt einfach nicht passt. Und wenn dann auch noch die Gegner eine Strat verfolgen und dann auch genau wissen, wie sie ihr Deck spielen wollen, dann bist du manchmal ein bisschen, ja, sag jetzt mal, aufgeschmissen. Spiel Sima aus. Kriegt er zwar easy weg, ich hoffe aber, dass er zumindest mit seinen Dienermengen drauf muss. Er cleart das Board, aber das ist gut. Atem der Ewigen zum Beispiel wäre jetzt ein guter Zauber. Brauche ich ihn auf mich selber? Ich werde ihn auf mich selber machen und auf den Zauber von ihr verzichten. Ja, Atem der Ewigen. Brauche ein bisschen Board, ein bisschen Verteidigung. Das habe ich vielleicht anders gespielt. Gegen Akkodex muss ich vielleicht ein paar Diener opfern. Einfach in der Hoffnung, dass ich ein bisschen Schaden von meinem Helden weg fernhalte. Und gerade sie schreit ja quasi danach, mach mich bitte weg. Bitte nicht alle plus 1-1. Ist halt ein Token-Schamane. Vielleicht euren Toten plus 2 Angriff. Optimal für ihn.
7 Mana, 7 Seelenspiegel wäre wichtig. Ich mach das so. Und muss dann sein Totem hier vernichten, mit dem er Karten sieht. War jetzt mehr strategisch als den besten Diener. Das Zauberschaden-Totem ist definitiv der stärkste Diener. Denn mit Zauberschaden und plus 3-3 wird sehr viele Damage-Zauber vielleicht auch haben. Läuft bei ihm. Er macht über mein Board konsequent weg. Was vielleicht sein Tod sein könnte am Ende, denn ich habe nichts mehr, um dagegen zu arbeiten, gerade gegen die beiden. ...13 Damage. Der hat mich down, wenn ich nämlich heile. Na dann. Könnte wieder ein Turn sein, warum er gewinnt und ich nicht. Wird sich jetzt in dem Turn entscheiden. Wenn er mich down bekommt, GG. Ansonsten gewinne ich das sehr wahrscheinlich. Und er bekommt die 2 Damage, oder? Das ist sehr gut für mich. Okay. Seelenspiegel nächste Runde. Allen 2 Damage ist hier definitiv eine sehr logische Variante. Drache. Bot. Bot. Kostet aber 3 Mana. Die 7 Leben habe ich noch. Ist halt immer schwer, wenn du 2 Akku-Decks hast, wenn du nicht early deine Removals hast, beziehungsweise es nicht reicht dafür. Und gegen die Control-Decks ist es schwer, wenn man seine Strat nicht bekommt. Das ist komplett egal. Ist es nicht. Dadurch habe ich nämlich eventuell verloren. Jetzt muss ich mir überlegen. Seelenspiegel muss ich eigentlich fast droppen. Muss ich droppen. Habe ich dann trotzdem noch eine Chance? Er bleibt liegen. Und das Totem bleibt liegen. Muss ich. Ich rufe auch das Spott-Totem herbei mit ihm. Dürfte eigentlich reichen. Er kann nur mit ihm drauf. Außer er macht jetzt auch 5 Schaden von der Hand. Okay. Jetzt gilt es definitiv Heilung, Heilung, Heilung. Da muss er Face gehen. Er hat die ganze Zeit schon mit diesem Deck musst du Akku spielen. Das hat er meiner Meinung nach falsch gemacht. Aber gut. Einfacher gesagt wie getan. Er stirbt auf jeden Fall, kann ich noch irgendwas gut besser kombinieren. Sicher noch. Wir werden uns an dieser Welt laben. Dadurch kann ich dann ihn vernichten. Werde definitiv auch ihn hier nochmal benutzen, um mich zu heilen. War wichtig, dass ich mich hochgeheilt habe. Also ich glaube, das Match habe ich so gut gespielt, wie ich konnte. Ohne Misplay, ansonsten wäre das schon vorbei gewesen. Er hat natürlich trotzdem die Chance gehabt mit dem Lakaien, wenn er den plus 2 Lakai bekommt. Das ist nicht gut, dass er die Waffe zieht. Aber trotzdem den 4-6er hier noch, den muss er wegzaubern. Wogenden Sturm mit Lebensentzug. Muss halt nächste Runde schauen. Kobaltwirkerin, 2-1er Zauber, da könnte was Gutes dabei sein, das mich heilt. Deswegen habe ich sie gewählt. Einsicht, um den Clown zu verderben. Ja.
Also halt einen Clown zu ziehen und die dann vielleicht noch auszuspielen für 7 Mana. Er ist ja trotzdem noch im Match drin. Er muss ja jetzt eigentlich nur das Richtige tun und das ist nicht mein Foto mir kaputt machen. Okay. Ich will erstmal hier den Diener ziehen. Dann würde ich, denke ich, sie spielen. 2-1er Zauber. Wildbeurem Helden 5 Leben wiederher. Genau, das ist sowas Gutes. Brauche ich das jetzt, ist die Frage. Ich werde... Ihn möchte ich ja nicht opfern. Könnte jetzt noch seinen Totem zerstören, damit er keine Karten mehr zieht. Klau mal eine seiner Karten und schau, was er noch so hat auf der Hand. Okay. Und vernichte noch seinen Ziehtotem. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er mir 17 Damage von der Hand geben kann. Auch mit seinen Totems nicht. Wenn, dann wäre jedes Totem wichtiger gewesen als die 5 Heilung. Er gibt halt nicht auf. Das ist schlechtes Zeichen. Kann mit der Inquisitorin, Mensch, schweres Wort, halt nicht viel anfangen. Ich meine, ich kann einen Mana günstiger machen, aber das ist leider schon verdorben. Und für die Hand bringt es bloß für den Yama-Clown. Das ist uncool. Todesrücken. Okay. Alles klar. Hysterie ist wichtig. Ich könnte jetzt natürlich schauen, dass ich ein bisschen Board Clear mache. Damit er definitiv sich gegenseitig killt. Wäre wichtig. Hier drauf gehen, hier drauf gehen, dann dürfte das eigentlich okay sein. Kann ich noch einen Zauber spielen? Will ich eigentlich, wo hätte ich doch hier noch? Opfern. Da gehen wir Face. Und der greift jetzt dann so lange Diener an, bis er auf ihn klatscht. Jetzt kommen zwar alle Basistotems herbei. Drei Schaden auf einen, nämlich das Zauberschadentotem noch aus dem Spiel. Und er ist wieder da mit 6 Mana und einer einzigen Karte. Die Basistotems, damit kann halt viel anfangen. Das ist leider das Problem, aber ich kriege sie nicht komplett weg. Hier wäre noch perfekt gewesen, den Atem der Ewigen, um danach noch ein Boardclear zu haben. Das ist natürlich optimal. Das ist auch das GG, würde ich sagen. Nächste Runde habe ich ihn leider noch nicht down. Warum ich jetzt ihn geheilt habe, statt mich, ganz einfach. Der Dunkelmondpanzer bringt mir mit Todesgang schon sehr viel. Aber würde ich doch gerne auslösen und nicht, dass er damit seine Waffe ihn noch auslösen könnte. Ja, und das müsste es gewesen sein. Ich werde jetzt auch den Clown noch spielen, denn er muss ein komplettes Board Removal ziehen. Das wird er nicht haben. Dementsprechend kann ich jetzt meinen Clown noch spielen und mich um 2 heilen. Das muss reichen. Wenn er jetzt irgendwas Vergleichbares wie Vernichte alle Diener spielt, killt ihn der Panzer. Somit ist es eigentlich ein Win gewesen. Oh, bin ich froh, dass es doch noch mit dem Deck geklappt hat. Es war aber auch wieder ein bisschen holprig. Die eine Runde, wenn er da den 2 Damage-Lakaien bekommt oder plus einen Angriff von Eifer. Und glaube ich, war es das sogar.
Also da war es auch ein bisschen lucky dabei. Es ist halt ein Deck, mit dem du, wenn du gegen Aggro-Deck spielst, diesen einen Punkt erwischen musst, wo seine Puste ausgeht und ab dann du dich wieder hochheilen kannst. Es geht ja quasi dann am Anfang so, er macht Damage, er macht Damage, er macht Damage. Du musst irgendwie gegen agieren, kannst aber nicht so schnell agieren wie er. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo du ihn unter Kontrolle hast und ab dann ist es eigentlich der Punkt, wo er noch ein, zwei Runden brauchen müsste maximal, damit er dich down hat. Ansonsten hat er verloren und die habe ich gut überstanden. Also ich glaube, das war jetzt gar nicht mehr so schlecht gespielt von mir. Musste ich aber auch tun, sonst wäre das wieder eine Niederlage gewesen. Und einmal lucky. Aber gut, Sieg ist Sieg. Und damit haben wir dann auch Platin erreicht. Endlich. Platin 10. Und dann hoffe ich doch noch, dass ich eine zweite Match in dieser Folge gewinnen kann. Und ich mache es jetzt einfach mal von dem Match abhängig. Wenn es einen Sieg gibt, dann gebe ich meinem Ishar-Priester noch ein bisschen Chancen. Ansonsten denke ich, werde ich mal auf ein anderes Deck zurückgreifen. Das heißt, das ist jetzt die Spannung in der Folge. Entweder das Deck wird nächstes Match geändert oder aber ich bleibe beim Priester. Match Nummer 3 mit Tyrande. Es geht ihr quasi an den Kragen. Bleibe ich bei dem Deck oder werde ich es wechseln? Das mache ich von dem Match hier abhängig. Nicht, weil ich jetzt sage, das Deck ist mega Müll oder schlecht. Aber wenn du halt keinen Erfolg mit dem Deck hast und das auf bei jetzt hier bei uns 3-4 Folgen, dann muss man halt drüber nachdenken, ob das nicht einfach nicht passt, weil du willst ja letztendlich auch dein Ziel erreichen. Mein Ziel ist es, diese Season mindestens wieder Diamond 10. Eigentlich sogar eher Richtung Diamond 5 oder Legend. Dementsprechend ist es nicht zielführend, wenn du ein Deck hast, wo du selber dann merkst, ach, es läuft nicht so, wie du willst. Und eventuell steige ich dann wieder erstmal auf die Geheimnismagierin Chaina um. Und schau mal weiter, was ich mir dann so überlege. Aber erstmal hat es ja noch eine Chance. Ist ja noch nichts gegessen. Keine Karte mehrfach. Das klingt nach einem, ich würde es einfach mal Lechi-Deck nennen. Sieht man ja hier ran, Sir Finlay. Jede zweite Karte, die er ausspielt, wird ein legendärer Diener sein. Macht die Rüstung, okay. Ach, die Einsicht. Inquisitorin Zanesh will ich definitiv spielen. Mit Turn 5. Ja, Turn 4 könnte ich jetzt halt hier mich heilen. Ist aber halt kostenlos auch für die Dunkelweberin. Ich könnte jetzt auch die Hysterie benutzen. Oder einen zufälligen Vierer-Diener. Denke ich, gehe hiermit. Heil mich um 3, entdecke den Zauber. Atem der Ewigen. Ach, 7er Diener herrufen. Kann ich halt nächste Runde save, deswegen lasse ich es mal. Ja. Nächste Runde Xanesh. Zwei Züge, das ist einfach hier Zanesh. Dina, zwei günstiger. Ja, die Charge ist okay. Gottesschild ist nicht so schlimm, wenn er verliehen bekommt, die beiden oder einer von beiden oder 3, 4. Denn ich kann mit Hysterie trotzdem relativ viel Board Clear machen. Gerade für mich im Early Game gegen einen Paladin wichtig, dass ich Hysterie auf der Hand habe. Habe ich schon ein paar Mal vermisst. Genauso wie der Atem der Ewigen. Ist ein bisschen schade, dass ich keine Drachen im Deck habe. Sonst wäre das halt optimal, wenn ich noch ein paar Drachen ausspielen könnte und dann darum. Ja, es ist nicht optimal gebaut, aber prinzipiell ganz gut. Oh,
eure Schwäche siehst du. Okay. Ihn hier spielen. Nehmen wir erstmal den 7er Diener, was er ist. Nehmen wir mit. Ich hätte mich jetzt auch noch heilen können mit der Apotheose. Aber ich wollte sie noch spielen. Zauberschub, Gottesschild. Das heißt, er spielt jetzt bestenfalls 3-4 Diener aus seiner Sicht und wirkt einen Zauber. Frage ist, ob er das kann. Ansonsten gibt er halt sich selbst Gottesschild. Wäre nicht schlimm, ich heile mich persönlich oder mache halt auf ihn. Es ist schon ein sehr guter Diener, um Apotheose drauf zu wirken. Deswegen habe ich ihn erstmal liegen lassen. Jetzt drauf tun können, mich ein bisschen heilen, aber... Ich habe jetzt mal darauf gehofft, dass er liegen bleibt. Okay. Das wäre natürlich cool. Bringt mir aber nicht viel. Ich heilen, ihn vernichten, optimal, da drauf gehen, mit Lebensentzug, top. Kriege ich das hin? Kriege ich nicht hin. Doch, kann ich, weil ich kann mich hier mit heilen. Die sind alle Diener mit 5 Angriff. Okay, fügt einem Diener 4 Schaden zu. Rekubierbar, über die Kontrolle über des Dieners mit Max der 3 Angriff. Okay, nehmen wir den so. Ich gehe hier mit drauf. Verleihe ihm das. Heim mich komplett voll. Das ist eine Hand, wie ich sie haben will. Ich kann auf sein Board komplett reagieren mit vielen Removals. Und kann darauf warten, dass sich meine Strat langsam entfalten wird. Leider wieder keiner mit maximal 3 Angriff dabei. Der Clown. Leider 7 Mana, nicht 6. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber kein Thema. Könnt ihn heilen, draufgehen. Ja. Was ist bloß Ilunes? Könnte auch extrem riskant sein. Und ich glaube, das werde ich. Ich werde ihn heilen. Und dann werde ich einfach mal sagen, hier. Wenn er zweimal dahin gehen hüpft, passt das perfekt. Ansonsten prallt er halt an mir ab. Wenn ich sie nehme, prallt sie hieran ab. Das wäre ganz schlecht. Deswegen. Er bleibt noch liegen. Komm. Yep, manchmal muss man riskant sein und wird belohnt. Manchmal, und das sage ich euch jetzt mal so wie es ist, wäre dieser Move in die Hose gegangen. Aber dadurch, dass ich ihn um 2 geheilt habe, konnte ich davon ausgehen, dass er safe liegen bleibt. Das heißt, wenn, dann muss er sein Gottesschild opfern. Oder seine Waffe. Und mir geht es ja eigentlich noch gar nicht darum, hier das großartig zu machen. Und das ist eigentlich fast schon ein Seelenspiegel wert, würde ich fast behaupten. Würde ich mal hier sagen, oder? Ah, ja. Eigentlich nicht. Jetzt hier noch vorher spielen können, das wäre schlau gewesen. Bin ich aber nicht, deswegen passt das schon so. Wir werden ihn mal heilen. Wäre eine Vergünstigung gewesen. Wenn es er gewesen wäre, hätte ich mit dem Seelenspiegel ihn vergünstigen können. Müsst überlegen, das war ein riesiges Missplay. Auch wenn es eigentlich nicht so gewirkt hat. Kann eventuell das Match entscheiden. Bin ich mal gespannt, was er noch so auf Petto hat. Willst du nicht noch irgendwas anderes spielen können? Okay. Warte mal eine Runde ab. Ich hab keinen Stress.
wenn ich ihn vergünstigt hätte bekommen, hätte ich trotzdem nicht den Zehenspiegel oder Ishaash geopfert. Also hätte ich eh nichts gespielt, was jetzt den ganzen Zug nicht ganz so schlimm macht, wenn du für 10 Mana nur einmal dich heilst. Ich bringe Leben ja. Und Hoffnung. Drachenkönigin Alexstrasza, hallo. Da werde ich ihn mir definitiv klauen. Ich kann ihn mit dem Atem der Ewigen auch vernichten. Deswegen kein Thema. Ruft eine Kopie davon herbei. Ich könnte jetzt hier drauf gehen, dann kriege ich ihn aber nicht gekillt. Und da ich immer Gurgle Brime eigentlich erst... Was ist der immer Gurgle Brime? Eigentlich will ich lieber den hier. Scheiß auf ihn. Das war's. Besser. Es wäre halt... Ja, es wäre so gewesen, dass ich ihn immer Gurgle Brime klaue. Aber sind wir mal ehrlich, er bringt mir, glaube ich, nicht so viel. Und der Atem der Ewigen kann mich halt eventuell noch retten. Und dafür habe ich jetzt... Gottesschild von ihm weggemacht, habe dafür den Fünferzauber bekommen mit dem Herrufen und die Plage des Todes. Das war, glaube ich, dann schon ein ganz guter Zug. Vor allem mit der Plage des Todes kann ich ihn verderben. Wenn ich ihn verdorben habe, kann ich ihn spielen, kann ich Char spielen, bekomme meine kostenlosen Karten auf die Hand. Das könnte mein Win-Move sein. Bestenfalls ziehe ich jetzt halt noch den zweiten Clown. Dann muss ich irgendwie die Plage des Todes spielen, einfach nur, damit ich meine Karten verderbe. Würde ich aber jetzt abfeiern, wenn er sein ganzes Board voll spielt. Weil dann muss ich sie sowieso spielen. Ja, ich glaube, das lohnt sich. Das lohnt sich sehr. Komm, noch ein, zwei fette Diener. Bitte, 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 komm. Nein, du willst noch zwei fette Diener spielen, bitte. Ja, perfekt. Immer noch einen. Yes, dann. Nächste Runde ihn, übernächste Runde ihn. Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt. Er wird aber ein Removal auf der Hand haben. Deswegen muss ich nächste Runde mit dem Yama-Clown verdorben das Removal triggern, um dann mit dem zweiten Yama-Clown ihn zu vernichten. Den Apotheose hebe ich auf für die Dunkelweberin. So, jetzt möchte ich dein Removal sehen. Deine Waffe plus Weihe oder keine Ahnung, was du gerade hast. Aber du hast Safe and Removal auf der Hand. Oder du hast halt Gottesschild Murlocs. Okay. Das ist definitiv einfach. Ich heile ihn. Mach dann Atem der Ewigen. Dann ist die Frage, würdet ihr Face gehen oder würdet ihr das Board aufräumen? Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich würde das jetzt hier verstecken. Einen von meinen Pimpen. Oh, Seelenspiegel nochmal schön. Und dann würde ich... das Board clearen. Ich habe ja noch die zweiten Clowns hier auf der Hand. Face wäre natürlich eine Option gewesen, aber da er auch viele Murlocs spielt, kann es gut sein, dass er sie pimpen kann. Er kann jetzt auch nochmal alle das Board mit Murlocs herrufen, weil mit den Doppelseelenspiegel sollte ich dagegen arbeiten. Also das war vielleicht ein Fehler, nicht ins Face zu gehen. Aber ich wollte auch meinen Lebensentzug hier verteidigen, denn meine zweiten Clowns sind noch im Deck und ich kann sie auch noch mit meiner Plage des Todes verderben.
und mit meinem Schrottkoloss. Das ist natürlich auch nochmal eine gute Idee. Wegen Zeit hilft mir. Und da seht ihr es. Er hätte sowieso noch ein Removal gehabt. Dementsprechend war das richtig, was ich gemacht habe. Ja, dann... Komm. Was macht er? Allen Dienern einen Schaden zu. Na ja, dann erstmal hier. Und dann mache ich es. Jetzt kommt mein Move. Entweder GG oder nicht. Okay, vernichte alle Diener. Ist für mich okay. Ist nicht so dramatisch, wie man jetzt denken will. Denn meinen Clown kann ich noch spielen, muss aber eigentlich auf meinen Shortclaws warten. Was machst du? Oh, das ist eigentlich ganz angenehm. Danke dafür. Die Karte möchte ich haben. Ich glaube, das wird er jetzt auch gleich benutzen. Ja, Zephyrus ist halt wirklich eine extrem starke Karte. Die kannst du halt wirklich in jedes Deck reinbauen, wenn du jede Karte nur einmal drin hast. Er macht sich halt so viel Rüstung auch durch die Verbesserung seiner Heldenfähigkeit. Es wird noch ein bisschen dauern, das Match. Es hat erstmal so gewirkt, als wäre es vorbei. Aber dann leider doch nicht. Ja, ich brauche jetzt auch nicht spielen hier großartig. Zetung wird das Spiel entscheiden oder mein Schrottplatzkoloss. Ich habe nicht mehr viele Möglichkeiten. Ich muss jetzt schnell eigentlich meinen Down verderben. Das heißt, ich hoffe, dass er jetzt ein, zwei große Diener spielt. Seelenspiegel. Gamma Clown. Kann eigentlich nicht mehr warten. Jetzt oder nie muss es heißen. Und wenn er ein Removal hat, dann hat er halt ein Removal. Ja, Seelenspiegel. Seelenspiegel und dann nächste Runde die Clowns. Um 1, das heißt, der hat immer noch 6, das würde passen. Gedankensicht, passt. Ich will eine Karte von dir. Okay, Buchband ist natürlich stark, deswegen werde ich das auf jeden Fall hier nehmen. Wenn ich da einen Diener mache, ich auf seinen Buchband der Hoffnung. Meinen Yama-Clown werde ich dann direkt nächste Runde spielen, wenn ich am besten sie noch opfern kann. Ein spannendes Match noch zum Ende. Da sieht man halt wieder, wenn das Deck so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, kann ich da definitiv lange mithalten. Aber jetzt muss ich mal langsam hier Gas geben. Der hat noch 50 Leben. Meine Clowns können ihn über zwei Runden zergen. Doch die einzige Hoffnung, die ich habe, vielleicht im Buchband der Hoffnung noch. Ah, ist Serga. Lage. Ich will halt eigentlich Iserga vernichten. Das kann ich mit dem Seelenspiegel nicht machen. Ich kann aber mit dem Seelenspiegel mir noch ein paar Diener holen. Bringt mir aber nichts. Deswegen vernichte einen Diener. Mit dem Seelenspiegel kann ich seinen auch noch herrufen. Deswegen Iserga werde ich vernichten. Hätte vorher noch opfern können. Ist aber nicht schlimm, denn
gehe hier drauf und dann mache ich Hysterie auf ihn. Dadurch klärt er hoffentlich mein Board, jawohl. Klauen. Heilen. Zephyrus hat halt, wenn dann für ihn das Spiel entschieden, ansonsten ist halt ärgerlich, wenn ich dann die Charge schmeißen muss, weil ich merke, jetzt ist so die Zeit gekommen, wo ich ein bisschen pushen muss. Er hat sehr gut sein Removal zurückgehalten, sein Doppeltes. Aber auch noch eins, falls er nochmal die Boardkontrolle gewinnt, sogar zwei eigentlich. Bin mal gespannt, er muss den Buchband eigentlich spielen. Okay. Ich kenne seine gesamte Hand. Buchband der Hoffnung. Okay. Eigentlich muss ich Face. Ihn vernichten. Ja, ich weiß, ich hätte auch mit dem Buchband dann mit ihm auch noch seinen Buchband der Hoffnung vernichten können. Aber es ist nicht dramatisch, denn ich kann ihn mit dem Seelenspiegel instant killen, indem ich zum Beispiel sein Gottesschild wegmache. Er will ihn aber auch nicht spielen. Ich darf jetzt nur keinen Game Changer bekommen. Das zum Beispiel ist nicht schlecht für ihn. Okay. Ich habe nicht viel zu spielen. Deswegen werde ich den Schrottplatz-Koloss schmeißen. Ihn opfern. Er auf jeden Fall drauf. Damit stelle ich ihn auf Lethal nächste Runde. Er wird auf jeden Fall seinen Buchband spielen. Den vernichte ich mit meinem Seelenspiegel und zum Beispiel Atem der Ewigen und Seelenspiegel. Damit werden wir ein paar von meinen sterben. Deswegen kann ich die auch gleich opfern. Optimaler Top-Deck für ihn. Aber das stört mich nicht. Dann mache ich das einfach so. Seelenspiegel bringt mir nichts. Guter Siebener bitte. Perfekt. Er muss topdecken. Ich habe noch Removals auf der Hand. Das kann er nicht mehr gewinnen. Außer er hat jetzt wirklich nochmal was Bahnbrechendes entdeckt, wie Zitung zum Beispiel. Zitung, wenn er spielt, hat er mich aber trotzdem nicht down. Er mischt ihn aber noch rein. Und er ist down. Der Sieg gehört euch. Cooles Match. Und jetzt fällt es mir halt schwer, das Deck wieder wegzulegen, weil es halt einfach ein geiles Match war, ne? Auch für euch. Zum Zuschauen, glaube ich. Dann machen wir es halt wieder nächste Runde genauso. Wenn ich 2 aus 3 Matches verliere oder halt dieses Gefühl habe, dass ich mit dem Deck nicht mehr weiterkomme, dann fliegt es raus, ansonsten geht's weiter. Do or die. Quasi. Aber gut, Sternenbonus 3 Stück, Platin 9. Ich würde sagen, das war ein würdiger Abschluss. Das Deck bleibt nächste Runde noch genauso, wie es ist. Und vielleicht wird es dann in der übernächsten Folge geändert. Das entscheidet aber die nächste Folge also. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder mit rein und haut rein.